nur Schotter. Kein Helmchen sprießt. Das kommt nicht von ungefähr. Glyphosat tötet alles, was grün ist. Das ärgert Christine Kamm vom Bund Naturschutz Augsburg. Man sieht natürlich hier, dass das Gras sich vergilbt hat, auch sich bis jetzt nicht erholt hat. Wir haben hier einen Bereich, wo sich die Stadt sehr bemüht, auch Artenschutz zu betreiben. Und da ist einfach so ein Glyphosateinsatz außerordentlich ärgerlich. Wir wollen nicht, dass Pflanzengifte dieser Art verwendet werden, um den Gleiskörper unkrautfrei zu halten. Angesprochen ist die Augsburger Lokalbahn, ein privates Unternehmen, das den Güterverkehr innerhalb Augsburgs abwickelt. Unkraut im Gleis würde das Gleisbett zerstören und Schienen könnten sich verschieben. Wir sind gesetzlich wirklich dazu verpflichtet, jederzeit einen sicheren Eisenbahnverkehr zu gewährleisten. Leider sind uns bisher keine Alternativen, die wirkungsvoll sind, bekannt. Und das ist das Hauptkriterium, warum wir leider auf Glyphosat bisher nicht verzichten können. Und wie macht es die große Deutsche Bahn? Ihre Spritzzüge versprühen rund 67 Tonnen Glyphosat jährlich. Nicht viel im Vergleich zur Landwirtschaft, mit rund 3.500 Tonnen pro Jahr. Trotzdem, die Bahn ist der größte Einzelanwender und so im Fokus der Glyphosatkritiker. Die Bahn beruft sich darauf, dass das Herbizid nicht verboten sei. Ein Gift, was als solches erkannt wurde und dessen schädliche Wirkungen bekannt sind, das muss ich nicht ausbringen bis zur letzten Minute, wo es noch erlaubt ist. Es würde uns sehr freuen, wenn wir ein alternatives Produkt hätten, das annähernd den gleichen Erfolg hat. Eine Privatbahn mit 40 Gleiskilometern kann da wenig für die Entwicklung tun. Gefordert ist die Deutsche Bahn mit ihren 33.000 Bahnkilometern deutschlandweit. Und das nicht erst seit heute. 1996 hatte die Bahn das wassergefährdende Unkrautbekämpfungsmittel Diuron ersetzt. Damals hieß es: Das neue Mittel heißt Glyphosat und ist beileibe nicht der Weisheit letzter Schluss. Immerhin will die Bahn die Suche nach Alternativen fortführen. Seitdem ist nichts passiert. Glyphosat ist preisgünstig und wirkt zuverlässig, optimal zur Vegetationskontrolle auf dem Gleis. Vielleicht war die Deutsche Bahn deshalb bisher so verhalten mit öffentlichen Äußerungen zum Thema Glyphosat. 1,5 Jahre hat es gedauert, bis sie bereit war, uns ein Interview zu geben. Jetzt spricht sie mit uns. Warum? Die gesellschaftliche Kritik an der Verwendung von Glyphosat ist ja auch etwas, was uns einen Imageschaden bringt. Das ist sehr ärgerlich, denn das Verfahren ist ja von unserer Zulassungsbehörde als unbedenklich eingestuft. Ist Glyphosat am Gleisbett wirklich unbedenklich? Auf dem Acker wird das Herbizid von Bodenpartikeln festgehalten. Dort können Mikroorganismen den Wirkstoff weitestgehend abbauen. Das Gleisbett aber verfügt über keine organische Substanz und ist so aufgebaut, dass Niederschläge durch den Schotter abfließen können. Wir fragen an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft nach. Ja, die Situation Gleisbett ist für die Anwendung eines Pflanzenschutzmittels bzw. Herbizids fast die schlechteste Situation, die man sich vorstellen kann. Da wenig Boden am Gleis vorhanden ist und damit auch wenig Puffer für den Wirkstoff, ist das Risiko größer, dass tatsächlich aus dem Gleisbett Glyphosat in Form von in Wasser gelöst ausgetragen wird. Also ins Grundwasser kommt. Muss nicht sofort das Grundwasser sein. Die Gleiskörper entwässern natürlich nicht in den Untergrund, sondern in Nebenflächen. Aber es ist zumindest für Oberflächengewässer ein gewisses Risiko. Experten von der Universität Hohenheim oder auch das Umweltinstitut München sehen die Gefahren ähnlich. Anders das Umweltbundesamt. Nach dessen Berechnungen bleibe der Wirkstoff lange genug im Schotter, um auch dort abgebaut zu werden. Es gäbe also weder für Grundwasser noch für Oberflächengewässer signifikante Risiken durch die Anwendung von Glyphosat auf dem Gleisbett. Vorausgesetzt, es werde sachgemäß angewendet. Die Verwendung von Glyphosat im Bahnbereich ist ja stark reglementiert. Die Unternehmen, die in unserem Auftrag das Blattherbizid aufbringen, dürfen zum Beispiel nicht bei Wind oder starkem Regen arbeiten. Ihr Einsatz wird genau dokumentiert und auch von der Aufsichtsbehörde kontrolliert. Eigentlich ist der Einsatz von Glyphosat auf befestigtem Untergrund unzulässig. Die Sondergenehmigung erteilt sich die Bahn über das Eisenbahnbundesamt sozusagen selbst. Und was ist mit Tieren?
Das Gleisbett ist ein beliebter Rückzugsort für die bedrohte Zauneidechse. Schadet ihr Glyphosat? Diese Frage sei bisher aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen nicht in die Risikobewertung von Gleisanwendungen mit eingeflossen, so das Umweltbundesamt. Der gesellschaftliche Druck auf die Deutsche Bahn steigt, zumal im Nachbarland Österreich die ÖBB schon Ende 2017 den raschen Glyphosat-Ausstieg angekündigt hat. Jetzt, 1,5 Jahre nach den Österreichern, will auch die Deutsche Bahn den Unkrautvernichter nicht mehr. Wir arbeiten deswegen zusammen mit dem Umweltministerium an einem Forschungsprojekt und wollen schauen, welche Alternativen es dafür gibt. Zum Beispiel die Behandlung des Gleisbettes durch elektrischen Strom, durch Heißwasser oder durch besonders energiereiches UV-Licht. In der Landwirtschaft wird Strom zur Unkrautvernichtung schon eingesetzt. Er zerstört die Pflanzenzellen. Energiereiches UV-Licht hingegen schädigt die Pflanzenoberfläche. Und Heißwasser wird bereits erfolgreich in Kommunen verwendet. Das Problem, alle Verfahren sind energie- und zeitintensiv. Im Gegensatz zu Glyphosat. Erst ein klares Verbot für das umstrittene Pflanzengift wird aufwendigeren Alternativen dazu verhelfen, auch angewandte Alternativen zu werden. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.